Warum bekam Sirius Black eigentlich keine richtige Verhandlung? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Tod der Potters, das Gefängnis Azkaban und die Gefangenschaft eines geglaubten Massenmörders, Sirius Black. Der Sirius Black, den wir aus den Büchern und Filmen kennen und lieben, Harrys Patenonkel, war durch und durch ein guter Zauberer. Er mag zwar aus der Familie Black stammen, einer Zaubererfamilie, die mit vielen Hexen und Zauberern von zweifelhafter, wenn nicht gar schlechter Moral verbunden ist, aber Sirius war keiner von ihnen, weshalb seine Inhaftierung in Azkaban für den Mord an 12 Muggeln in den Augen von Harry Potter Fans immer fragwürdig war. In Wirklichkeit war es Pettigrew, der einen dunklen und mächtigen Sprengfluch benutzt hatte, der 12 Muggel tötete. Aber irgendwie wurde Sirius Black dafür verantwortlich gemacht. Nachdem er nach Azkaban verbannt worden war, wandte sich scheinbar die ganze Welt gegen Sirius, sogar das Geisterporträt der dicken Dame, und er musste dort erstaunliche 12 Jahre lang verrotten. Schließlich gelang Sirius die Flucht aus der Inselfestung, indem er sich in seine Animagus-Form verwandelte und durch die Gitterstäbe zwängte. Heute möchte ich die Frage beantworten, warum bekam Sirius Black keinen Prozess? Igor Karkaroff, Bellatrix Lestrange und Severus Snape wurden alle vor Gericht gestellt, aber Sirius nicht. Warum? Sirius wurde nicht nur als rücksichtsloser Todesser behandelt, sondern auch als einer von Voldemorts engsten Komplizen. Das veranlasste Crouch, ein Gesetz durchzusetzen, das Sirius ohne Gerichtsverfahren wegsperren ließ. Dies ist in vielerlei Hinsicht lächerlich, vor allem wenn man bedenkt, dass Sirius nicht einmal ein dunkles Mal hatte. Im Wesentlichen lässt sich Sirius' Inhaftierung ohne Prozess auf zwei Dinge zurückführen. Sirius hat sich nie wie ein Unschuldiger verhalten. Als er zum ersten Mal entdeckt worden war, lachte Sirius hysterisch. Wir wissen heute, dass dies auf seine Unfähigkeit zurückzuführen war, den Kummer zu verarbeiten, der über ihn kam, aber nach außen hin vermittelte es den Beamten des Ministeriums und anderen den Eindruck, dass er einfach nur verrückt und glücklich über seine Tat war. Ein Krater in der Mitte der Straße, der so tief war, dass er die darunterliegende Kanalisation zerrissen hatte. Überall Leichen, Muggel schrien und Black stand lachend da mit dem, was von Pettigrew übrig war. Sirius verteidigte auch nie seine Unschuld, was wiederum daran liegen dürfte, dass er die Gräueltaten, die sich direkt vor seinen Augen ereignet hatten, immer noch nicht verarbeitet hatte. Seine besten Freunde waren gerade ermordet worden und er wurde beschuldigt, also hatte er eindeutig eine Menge zu verarbeiten. Dumbledore glaubte nicht, dass er unschuldig war, zumindest nicht am Anfang. Ich habe bereits erwähnt, dass andere Todesser vor Gericht gestellt wurden und dazu gehörten Leute wie Bellatrix Lestrange, Igor Karkaroff und Severus Snape. Bellatrix Lestrange und Igor Karkaroff wurden entsprechend angeklagt, da sie niemanden hatten, der für sie bürgte. Aber Snapes Name wurde freigesprochen, weil Albus Dumbledore für ihn bürgte. Snape wurde von diesem Rat freigesprochen, sagte Crouch verächtlich. Er hat sich für Albus Dumbledore verbürgt. Das sagen viele Leute. Wenn Dumbledore Snape freisprechen konnte, warum konnte er das nicht auch für Sirius tun? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Dumbledore glaubte nicht an die Unschuld von Sirius. Die folgende Zeile belegt dies. Es gibt nicht den geringsten Beweis für Blacks Geschichte, außer deinem Wort. Und das Wort von zwei 13-jährigen Zauberern wird niemanden überzeugen. Eine Straße voller Augenzeugen schwört, dass sie gesehen haben, wie Sirius Pettigrew ermordet hat. Ich selbst habe vor dem Ministerium ausgesagt, dass Sirius der Geheimniswahrer der Potters war. All die Jahre später hatte Dumbledore immer noch den Eindruck, dass Sirius Black der Geheimnisträger der Potters gewesen war. Und wenn das der Fall ist, macht es durchaus Sinn, dass er bis zu diesem Zeitpunkt glaubte, Sirius sei schuldig. Das hätte bedeutet, dass er derjenige gewesen wäre, der den Aufenthaltsort der Potters verraten hätte, was es sehr wahrscheinlich macht, dass er auch zu einem Mord fähig gewesen wäre. Später änderte Dumbledore seine Meinung über Sirius, aber erst, als er Beweise erhält. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.